es ist für mich das Schönste, was es gibt, mit euch allen diesen Abend zu begehen. Also euch herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Mitbringen, für Genießen und bitte fürs okay, und fürs Feiern. Jetzt sehr wohl. Also ich habe einige Freundinnen, die sagen, mir ist das egal, ich gehe ins Schwimmbad und es ist mir auch egal, ob ich noch einen Gramm Fett links oder rechts mehr habe. Ich will mich wohlfühlen und der Rest ist mir egal. Das ist mein Schuhschrank. Wie man sieht, liebe ich einfach Schuhe und das schon seit vielen Jahren. Ich trage ja zu allen verschiedenen Gelegenheiten hohe, flache Schuhe und nachher wusste ich nicht mehr, wohin mit den Teilen und dann habe ich diesen tollen Schuhschrank für mich gefunden, wo ja auch jede Menge unterzubringen ist. Ich hatte 2004 meine erste Brustvergrößerung. Damals war ich 19 Jahre alt. Der Grund meiner Operation damals war eine ausgeprägte Asymmetrie. Ich habe auf der einen Seite ein A-Körbchen und auf der anderen Seite ein B-Körbchen gehabt. Boah, ja. Ach, danach habe ich mich doch gesehnt. Oh. Also wer heute zu uns ins Forum kommt und sagt, ach, ich will aber nur ein B-Körbchen haben, dem sage ich immer, vergiss das. Nimm, was geht und nimm es einfach. Weil es ist wirklich so, dass in 3 Monaten dann gejammert wird, hätte ich doch bloß mehr genommen.